Anatidenphobie, die Angst, irgendwie von einer Ente beobachtet zu werden. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffee mit Dadomon. Und wir starten direkt los, und zwar mit dem Nörgelmann. Da wollen wir uns doch erstmal recht herzlich für bedanken, also bei ihm bedanken. Und zwar, er schreibt: Ich habe Internet gemacht, es läuft wieder. Das gibt jetzt einen extra Kaffee. Ganz genau, lieber Nörgelmann. Hier, diese Tasse, diesmal heute, ist nur für dich. Naumburger oder Naumburger Burger war heute Morgen scheinbar schon beim Bäcker. Denn, na, ich zeig's euch. Bäckerin. Alle sind anders. Ich. Darin gleichen sich alle. Bäckerin. Das ist verwirrend. Ich. Darum sind es auch alle. Okay. Eigentlich wollte ich so um Weihnachten rum noch eine Folge rausbringen. Hat dann irgendwie nicht geklappt. Aus diversen feiertagstechnischen Gründen. Ein paar Tweets, die ich eigentlich dafür vorgesehen hatte, will ich euch noch zeigen. Und zwar diesen hier. An diesem Weihnachtsfeste bin ich der Allerbeste. Ich wünsche mir mal nix außer Kaffee von Dadomon X. Ich fand das halt toll. Okay. Ja, ich hoffe, du hast den Kaffee bekommen. Ja, Kaffee mittlerweile. Folge Nummer 12. Und da habe ich doch eins mit Trockenhaube gemeinsam. Und zwar, im Kaffeekochen habe ich mittlerweile das Seepferdchen. Ja, ich auch. Und bald mache ich schon Delfin. Und hier noch ein schönes Weihnachtsgedicht. Die Rentiere sind braun, da könnt ihr selber schauen. Sie stehen auf dem Dach, die Pointe wäre zu flach. Jo. Wissen Sie, Säure löst vieles. Kommt von Elbjuristin. German Psycho schreibt: Schaum vor Mund ist übrigens nur beim Rasieren cool. Unkaputtbar. Es ist ja okay, wenn man nicht die hellste Kerze ist, aber zumindest einen Docht sollte man haben. Kann ich nur zustimmen. Und hier noch ein Gedicht. Ich schreibe hier Gedichte an euch, ihr kleinen Wichte. Von Weihnachten und so, direkt vom Herrenklo. Und wo wir gerade beim Klo sind, passt auch folgender Tweet auch wunderbar von Johnny. Eigentlich dreht sich alles um Ärsche. Entweder du greifst dir ein, trittst oder kriechst in ein, benimmst dich wie einer oder lebst mit einem. Herrlich. Merle legt sehr viel Wert auf Hygiene und so und wird in folgendem Tweet ganz deutlich. Ich drücke so viel Zahnpasta auf die Zahnbürste, damit der Schaum beim Putzen aus Augen, Nase und Mund quillt. Nur so fühle ich mich sauber. Das ist ganz, ganz toll. Sauberkeit ist wichtig. Ja, Herr Grummel hatte auch ein schönes Erlebnis jetzt die Tage, als es draußen dann mal Schnee lag. Und zwar: Mama, warum wachsen sich manche Frauen den Hintern? Die sind arm und können sich keinen Schlitten leisten. Ist das nicht irgendwie traurig? Muss ich mir so vorstellen. Aiaiaiaiai. Ja, ich hoffe, vielleicht kann einer von euch noch folgende Frage vom Lehnsherrn beantworten. Und zwar: Hängen Satanisten die Christbäume an die Decke? Gute Frage. Mal ein was Ernstes zum Nachdenken. Kommt von Vollpfosten 2.0. Wenn ein Whistleblower ein Spion ist, ist das Volk der Feind der Regierung. Denken Sie mal darüber nach. Kennt ihr eigentlich die Rumänin? Nein? Ich auch nicht, aber Chocobo kennt sie und erzählt uns: Wofür benutzt du diese Vibrationen? Steckst du dir dein Handy in die Muschi oder was?
Machst du dir so Handy-Dildo? Die Rumänin. Da gab es noch ganz viele tolle, tolle Tweets. Noch mehr von der Rumänin. Guckt mal rein. Folgt mal hier Chocobo und dann guckt da mal nach. Sind noch echt ein paar tolle bei. Okay. Herdelhain. Ich bin der Herr der Inge. Du bist Inges Ehemann. Herr der Inge! Das fand ich sehr schön. Übrigens, nicht verpassen, am 21. Januar ist der internationale Jogginghosentag. Ach du meine Güte, wir haben's. Ah, wir sind durch. Schade. Ja, okay. Kaffee ist durch, Tasse ist voll. Ich hab noch ein paar Tweets übrig. Komm dann beim nächsten Mal. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss.